Evolution. Was geht ab, meine Duellanten? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Rock Elephant. Heute möchte ich euch ein Blue Max Dragon Deck vorstellen. Die Geisel der endgültigen Niederlage ist die Fähigkeit, Ominia zu beschwören und auf die Hand zu kriegen. Kann ab dem 6. Spielzug verwendet werden, füge zu Beginn des Duells einen blauigen Chaos-Max-Drachen oben auf dein Deck hinzu. Füge außerdem Chaosform von außerhalb deines Decks deiner Hand hinzu, falls dein Gegner ein Monster mit 3500 Def oder höher kontrolliert. Konami spinnt ja. Diese Fähigkeit kann nur einmal pro Duell verwendet werden. Ich habe dieses Deck probiert mit Magnetkrieger und den Valkyrion zu spielen. Den Valkyrion mit Sheerns Spionage zum Gegner befördern und dann nächsten Spielzug den blauen Chaos-Max-Drachen halt Ritual beschwören und den Valkyrion opfern. Der Mist an dieser Scheiße ist halt, es gibt zu viele Karten, die können dein Feld kaputt hauen und dann ist der Valkyrion weg. Und Chaosform ist eigentlich eine gute Ritualzauberkarte, kann einen weißen Drachen vom Friedhof entfernen. Natürlich spiele ich keinen weißen Drachen im Magnetkrieger-Deck. Egal. So, das ist jetzt das Deck. Klangvogel, Beschaffung, Ultimate Rising oder das neue Angebot mit 8,99 € kriegt ihr den und den anderen, Senju. Der weiße Stein des Uralten. Zweimal mindestens. Dreimal wäre besser. Lords of Shining. Drachengeist des Weißen. Starterdeck. Kriegt ihr auch direkt auch zweimal. Schlipp, schlipp. Ranglistenduelle. Das Deck ist echt free-to-play freundlich eigentlich. Starterdeck. Kriegt ihr hinterhergeschmissen den weißen Drachen. Drachen, Henkern, Hexerinnen, Ranglistenduelle. Haut die jetzt mal zweimal da rein. Fortgeschrittene Ritualkunst. Masters of Chaos. Ruf des Silbernen. Da das. Bla bla bla. Stilles Verhängnis. Ranglistenduelle. Falls ihr Ruf des Silbernen nicht habt, nehmt einfach diese Karte zweimal im Deck. Mit Ranglistenduelle halt, ne? Geschäft mit der finsteren Welt. Valine Suits. Zweimal rein. Wenn wir die Fähigkeit aktivieren, aktivieren wir diese Karte, ziehen dann direkt unseren Ritualmonster und können mit Glück den auch so direkt beschwören. Chaosform. Ich habe vorher Dingser gespielt. Stab des Magiers. Damit ist auch Chaosform suchbar. Aber mit dem Vogel habe ich diese zwei Möglichkeiten halt, ne? Und mit dem Stab des Magiers habe ich nur die Möglichkeit, diese Karte zu ziehen. So. Antike Regel. Ranglistenduelle. Oder Aufstiegsbelohnung. Und Regenbogenleben. Ja. Zufällige Siege bei Jess Anderson. Dann haben wir Zinnoberfarbener Drachenmilch. Blazing Rose. Müsst ihr nicht unbedingt spielen, aber besser ist es. Sternfresser. Valhalla Calling. Falls ihr mit Stab des Magiers spielt. Azuräugiger Silberner Drache. Das. Und ganz wichtig. Bishbalke. Den kriegen wir aus Soul of Resurrection. Wie auch immer. Kann ich nicht aussprechen. So. Auf zu den Gameplays. Draw. Und Duell. Zack, zack, zack. Holt sich direkt das eine Monster aus Feld. Ich habe Arschkarte. Was machen wir dagegen? Der Schicksalsdarm wird gar nicht genervt, ne? Ist mir gerade so aufgefallen. Dabei ist das Deck sehr nervig und alles andere könnt ihr nerven. Da kommt für immer deine Hölle. Ja, ich habe eine sehr komische Hand.
spiele ihn verdeckt. Verdeckte Monster kann er nicht entfernen. Hol den weißen Drachengeist. Mach eine Karte kaputt. Zack. So, geile endgültige Niederlage. Was machen wir? Ich habe die Fähigkeit aktiviert, habe noch eine Karte geschenkt bekommen, weil er über 3500 Death hat. Ziehe die Karte. Aktiviere antike Regel. Hol mit stilles Verlangen meinen weißen Drachen zurück. Das ist ein Masterplay von mir, ne? Da bin ich richtig stolz auf dieses Duell. So, Synchro Shockern! Zack! Er kriegt Panik, versucht mein Monster zu stehlen. Ich aktiviere den Effekt von mir. Fülle sein Feld. Mein Monster geht drauf, weil er nicht auf seine Seite kann. Und jetzt hole ich den blauigen Chaos Max Drachen. So muss das sein! Effekt vom Ballerken aktivieren? Und den unstoppbaren Chaos-Bugs-Drachen beschwören. Er gibt auf. Ja, Yugimoto gegen Seto Kaiba. Ganz wichtig, Leute, was ich euch noch sagen wollte. Das Deck kann mit Meta mithalten, aber es ist nicht wirklich Meta-tauglich, weil es brickt sehr oft. Ihr könnt probieren, das Deck vielleicht zu perfektionieren, zu verbessern. Aber ich habe das Beste getan, was ich konnte. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auf das Deck zu spielen. Immer wenn hier der maximale Chaos-Drache kommt, wie auch immer, dann merke ich, wie die Gegner nervös werden. Backrow zerstören. Sweepen wir mal das ganze Feld. Gladiatoren haben echt Probleme gegen starke Monster. An sich erinnern mich die Gladiatoren schon etwas an die Schwarzflügel. Sehr aggressiv und offensiv, aber teilweise eine Kristallkugel. Ja, er hat sich geopfert. Nächstes Duell. Oh ja, oh ja! Alistair, ihr werdet genervt. Zack. Hilf mir, blauiger weißer Drache. Synchro Shockern! Boom! Okay, okay, ein Chirano. Das Deck kommt sehr gut gegen Chirano an. So, by the way erwähnt. Hat eine Synchro-Beschwörung noch hinbekommen. Obwohl ich sein Feld vollgestopft habe. Rosenbach. Alles klar. Hat jetzt nur noch 1000 ATK und ich hab die Fähigkeit das Monster benutzt, also sehr gefährlich, aber ja, zwei Monster auf dem Feld und schon 2000 ATK. Bischbalekin, das ultimative Stall-Monster. Ich liebe das Monster. Es ist nur manchmal ein bisschen schwierig, ihn zu beschwören. Chirano Shogun Sage. Shit. Heilige Shit. Ah. Da ist der weiße Drache.
Effekt einsetzen. Der Gegner hat keinen Bock mehr. Wie schön. Ich freue mich auf die neue Nerfliste, ne? Auf dieses... Heftig, ey. Ja, eine bescheidene Hand. Schon mit der Zauberkarte. Fortgeschrittene Ritualkunst im Deck. Achso, ich habe die Barriere da. Die Karte kaputt. Stehe. Ja, hätte mit allen angegriffen, wäre ich tot, aber der hat nicht nachgedacht anscheinend. Hui! Weißer Drache, komm aufs Feld! Ich bin kein Weißer Drachen-Fan, aber die lassen sich so gut spielen. Deswegen spiele ich die auch mal. Pause. Ja, er hätte gewinnen müssen eigentlich, aber. Ja. Mal das einsetzen. Das ist das Gute in der mystischen Lebensbarriere. Das Monster bleibt da. Bringt eine Ritualkunst. Damit kann ich mir aussuchen, welches Monster ich von meinem Deck auf dem Friedhof lege. Und dann kann ich es mit einer Wiederbelebung halt zurückholen und auch diese Beschwörung durchführen. Tschüss, mein Gegner. Aber es klappt halt nicht immer. Dieses Deck habe ich übrigens ein bisschen abgekupfert von Shelling Ford Duelings, heißt er, glaube ich. Den verlinke ich da nochmal in meiner Beschreibung. Sehr interessanter Duelland, absolut underrated. Ich bin auch underrated, aber ja. Wer hier vorbeischaut, kann auch mal da vorbeischauen. Ach so, das ist ein Radiatorenungeheuer-Deck. Für ihn sieht sehr, sehr gut aus. Verstehe ich nicht, warum man das schon aufgeben muss. Das Ding ist im Kampf unbesiegbar. Aber na, egal. Ja, Leute, das war's von mir. Abonniert, kostet nichts, macht Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.